Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zum Wochenorakel für die Woche vom 23. September bis zum 29. September. Interessant, würde ich sagen, nochmal interessante Woche, wo sich einiges zeigen könnte. Ja, 23. bis 29. Da darf man nochmal schauen, was sich hier zeigt. Ja, der Monat neigt sich dem Ende. Schauen wir einfach mal rein. Ja, was für Energien hier fließen möchten, was vielleicht wichtig ist, was vielleicht auch vom 22., also von der Tag- und Nachtgleiche noch mit reinspielt, von dem Portaltag. Ja, schauen wir mal, was ich hier noch zeigen möchte, was vielleicht noch wichtig ist. Hier geht es um Hindernisse, Blockaden, Hemmungen. Ja, also hier wird etwas noch blockiert. Vielleicht können es Aktivitäten sein, vielleicht Nachrichten. Ja, das kann ja auch sein, dass hier noch Blockaden sind, aber die können ja überwunden werden. Ihr seht es ja, offen sein. Also in Kürze sollte man offen sein für Klärung, für, ja, ich möchte sagen, für Erfolg, für Klarheit. Ja, das kommt ja auf uns zu, Klarheit kommt ja auf uns zu. Ja, also offen dafür sein, auch für die Spiritualität offen sein. Wenn hier noch Botschaften, ja, blockiert sind, Aktivitäten noch blockiert sind, Nachrichten, Möglichkeiten. Also sei hier in Kürze die nächsten 14 Tage trotz alledem offen, ja, für Klarheit in puncto Liebe. Ja, auch das zeigt sich hier. Hier kommt Klarheit ins Liebesfundament hinein, für die Stabilität im Liebe. Da kommt hier Klarheit rein. Vielleicht auch eine Wunscherfüllung in puncto Liebe bei einigen. Also offen sein für die Wunscherfüllung, ja, zum Thema Liebe. Liebesglück haben wir hier. Ja, da kann hier wirklich Klarheit auch eine Erfüllung bringen, sage ich mal so. Also hier haben wir Wunscherfüllung, hier haben wir Träume von der Liebe, ja, von Liebesglück, offen dafür sein, in der Hoffnung bleiben. Hier zeigt sich auch das Glück im Leben. Ja. Und wie gesagt, hier haben wir auch die Schutzengelchen dabei. Und ich sehe hier natürlich, hier gibt es noch Schwankungen, hier gibt es vielleicht noch, ja, Gefühlsschwankungen, noch Unklarheiten. Hier gibt es noch Chaos, Krisen. Etwas ist hier noch verschwunden, aber es kommt hier Klarheit rein. Auch was die Liebe betrifft, was das Glück im Leben betrifft. Ja, hier haben wir auch noch einen Karma. Ja, schwierig. Schwieriger Lernprozess im Gefühlsbereich. Ja, auch das zeigt sich hier. Öffne dich für dein Schicksal, würde ich sagen. Rückzüge werden hier beendet. Blockaden, ja, die Rückzügen geführt haben, werden hier beendet. Ja, auch das zeigt sich hier. Heißt natürlich auch, wer hier noch gesundheitliche Themen hatte, Blockaden hatte, das kann hier auch, ich möchte sagen, schon überwunden werden, beendet werden. Ja, dass man auch hier diese Herausforderung, ich möchte es schon sagen, diese Prüfung hier beenden kann. Ja. Vielleicht hat man sich zurückgezogen, ja, man fühlte sich ausgebremst, blockiert. Jetzt heißt es unerwarteterweise wieder mehr in die Freude kommen. Unerwartete Freude kann ja wirklich schicksalhaft in dein Leben kommen. Öffne dich dafür. Öffne dich für den Außen, für Erfolg, Freude, Kreativität. Unerwartete Freude sehe ich hier auf alle Fälle. Dann haben wir hier, wenn du hier das noch klären möchtest, ja, es kann hier wirklich eine sehr positive, unerwartete Freude im positiven Sinn auf dich zukommen, die dich ein bisschen stresst, aber die dir auch dich ein bisschen nervös macht, ja. Der Liebeskummer kann geklärt werden, zeigt sich hier. Und wie gesagt, diese falsche Stresssituation, dieser Kummer, der nicht sein müsste, punkto Liebe, ja, ist vielleicht nötig, dass man hier vielleicht ehrliche Gespräche führt, raus aus diesen, ja, Gesprächen, falschen Gesprächen, nur aus, sage ich mal, Mitgefühl, sondern wirklich hier im Gefühlsbereich hier noch Schwankungen, dass man wirklich mal ehrlich miteinander spricht, ja. Wäre vielleicht auch ganz wichtig, hier mit Sicherheit ein Neubeginn, ja. Eine
Veränderung zeigt sich hier. Jetzt wäre noch der falsche Zeitpunkt, aber eine Veränderung im Gefühlsbereich zeigt sich hier schon an. Der Kummer, der kann geklärt werden. Also der Kummer kann in die Veränderung gebracht werden. Aber jetzt wäre noch der falsche Zeitpunkt. Aber ich sehe hier schon Klärung. Ja? Ich sehe noch Schwankungen. Ich sehe hier noch Liebeskummer. Ich sehe aber auch, dass hier einiges in die Veränderung gebracht werden kann. Mit Sicherheit eine Veränderung Richtung Glück. Ja? Auch im Gefühlsbereich. Du selbst bzw. dein Gegenüber liegt hier. Ja, egal ob männlich oder weiblich, es ist meistens der Gegenüber, weil ich ja hauptsächlich für Damen liege. Also schau mal drauf hier, Veränderungen, wo schaust du denn rein? Oder dein Gegenüber, wo schaut er in Ängsten? Angst vor Trennung, ja? Unerwartet Angst vor Trennung. Liegt hier noch, sag ich mal, mutig und kraftvoll da, ja? Hat aber Angst vor einer Trennung. Ja, das ist hier, ja, er möchte Blockaden lösen, aber aus falsches Mitgefühl oder aus falschen Ängsten heraus traut er sich hier nicht für Klarheit zu sorgen. So sieht es hier aus. Unerwartet wird hier aber Klarheit möglich sein, nötig sein. Du selbst liegst hier im Haus der Störche, heißt natürlich auch in der Veränderung. Ja, du liegst direkt in der Veränderung, schaust aus diesem Kartendeck raus, bist im Wandlungsprozess. Er hat heute Angst, dich zu verlieren, wenn er für Klarheit sorgt, wenn er dir vielleicht seine Gefühle gesteht. Ja. Wie gesagt, dann zieht er sich lieber zurück und bleibt still. Ja. Das blockiert aber den ganzen Prozess, diesen Lernprozess. Und du selbst, ja, du liegst hier und in der Veränderung, im Wandel. Gespräche mit ihm, ja, unerwartet freudige Gespräche könnten möglich sein, ja, wenn er diese Ängste überwindet, ja. Ja, manche sind hier auch sehr aufgeregt, was hier, ja, die Liebe betrifft. Also Liebeskummer, Gespräche, um etwas mit dem Gegenüber zu lösen. Dazu wären freundliche Treffen, Gespräche nötig. Hier zeigt sich aber auch nochmal Auseinandersetzungen. Ja, Streitereien, Auseinandersetzungen könnten hier natürlich auch ein bisschen heftiger ausfallen, beziehungsweise könnten hier noch stattfinden. Das möchtest du dich nicht. Du möchtest keine Diskussionen haben. Ja, das ist, was dich hier, sag ich mal, ein bisschen triggert, ja. Zu freundlichen Gesprächen wärst du bereit, du möchtest aber keine, ich möchte sagen, ausufernden, Diskussionen, Streit, ja, das möchtest du nicht. Ja, im Außen hier, das Fundament, da liegt ein bisschen Kummer auch hier im Haus, Wohnbereich, also häusliche Gewalt, auch das möchtest du nicht. Du wärst bereit für freundliche Gespräche, du wärst bereit für ehrliche Gespräche, aber alles hier zieht ein bisschen nach, nach Diskussionen, nach Aggressivität ein bisschen aus, ja. Das ist, was du nicht möchtest und deswegen hat er vielleicht hier auch Ängste, ja, weil er vielleicht hier nicht mehr an dich rankommt, weil du in der Veränderung jetzt liegst. Hier zeigt sich auch nochmal im Außen Wachstum, ja, im Leben lief etwas nicht so. Im Liebesleben, möchte ich schon sagen. Ja, ein Kapitel hier kann hier abgeschlossen werden. Hier ist auch ein Kapitel im Leben, ja, ein Fundament, wo man Gespräche suchen sollte. Aber ich sehe hier eher, dass es nicht zum Gespräch kommt. Ich sehe hier eher, dass hier ein Kapitel abgeschlossen wird, in die Veränderung gebracht wird. Ja, das kann hier ein Familienkapitel sein, das Familienleben. Eine Veränderung im Familienleben, was mit Gefühl natürlich hier auch zu tun hat. Ja, auch das zeigt sich hier. Das Familienzuhause, wo es Stress immer gibt, wo man aber eine Veränderung auch bewirken könnte. Ja, aber jetzt wäre noch der falsche Zeitpunkt. Jetzt würde es eher in Diskussionen, in Streit ausarten. Also ein bisschen Geduld noch haben. Ja, was euch beide jetzt betrifft, was auch dich selbst betrifft, ja. Diskussionen, Streit, also du blockierst diese unerwarteten, sag ich mal,
Gespräche, ja. Ja, hier werden aber auch Blockaden wieder gelöst werden. Aber jetzt wäre der falsche Zeitpunkt dafür. Jetzt würde das noch Stress bedeuten. Dann haben wir hier Gefühle. Gefühle gehen verloren, tiefe Gefühle gehen verloren. Es geht vielleicht auch hier nochmal um Gespräche, ums Finanzielle. Ja? Hier geht es auch nochmal um Geldgeschenke vielleicht bei einigen. Ja? Auch das zeigt sich hier noch. Dann haben wir hier nochmal in der Liebesverbindung, ja, da gehen wirklich Gefühle, tiefe Gefühle verloren. Einschnitte, Verletzungen gab es hier in der Liebe. Deswegen drehst du dich vielleicht jetzt gerade davon etwas weg in dieser Woche. Ja. Also eine spannende Woche. Da schaust du jetzt mehr auf deine persönliche Veränderung, auch was Verbindungen betrifft, die verletzend sein können. Ja, hier können Verbindungen in den Verlust gehen. Man hat aber auch Ängste vor einer Trennung. Ja, kann jetzt dich selbst betreffen, aber auch dein Gegenüber. Dann haben wir hier auch nochmal, hier kommen Verbindungen auf einen zu. Mal Verbindung, Sehnsucht nach einer Verbindung, die aber noch blockiert ist, weil man die Verbindung, die man sich wünscht oder nach der man sich sehnt, nicht erhält. Deswegen vielleicht auch Sehnsüchte werden hier, beendet. Man trennt sich von gewissen Sehnsüchten. Dann haben wir hier auch nochmal Entscheidungen, die noch nicht spruchreif sind. Hier werden Entscheidungen getroffen. Gespräche, entscheidende Gespräche werden hier noch geführt werden müssen. Ob das die Gefühle oder die Finanzen betreffen, beides ist hier möglich. Dann haben wir hier aber auch nochmal, dass hier wirklich etwas in Bewegung kommt. Ja? Botschaften, Nachrichten, die eine Entscheidung verlangen, kommt langsam auf dich zu, aber auch Geduld wird hier etwas verlangt, ja, was Verbindung betrifft. Hier kommen schriftliche Nachrichten auf dich zu. Ja, hier haben wir nochmal die schriftlichen Nachrichten von deinem Gegenüber. Ja, kann hier eine herzliche Botschaft sein, kann aber auch eine Botschaft sein, die dir Klarheit vermittelt. Ja, hier kommt auf alle Fälle eine Botschaft auf dich zu, die punkto Liebe dir ja, eine Entscheidung abverlangt. Dann wird hier etwas beendet, ein Kapitel wird beendet mit Sicherheit. Und das ja, kann hier das Liebesglück natürlich betreffen. Ja, hier kommt eine schriftliche Botschaft, die ja, ein Kapitel im Leben beendet. Kann wirklich die Liebe betreffen. Eine Liebe im Stillstand, eine Liebe in der Beendigung. Zeigt sich hier auch nochmal. Habe auch Schwierigkeiten innerhalb der Familie können beendet werden hier. Ja, Schwierigkeiten mit Finanzen, auch das kann hier beendet werden. Schwierige Kapitel, da ist man schon manchmal am Verzweifeln in dieser Woche, aber es kommt auch Klarheit rein. Und wie gesagt, auch trotz alledem kann hier wirklich auch, ja, in der Familie eine gewisse Heilung entstehen. Wenn man vielleicht klar, ja, Klarheit erfährt, klare Botschaften auf einen zukommen, die einen in den Wandel bringen. Ja? Das zeigt sich ja auch. Da haben wir hier auf der einen Seite auch die Kinder, ja, Freunde der Familie, Kinder, Familienmitglieder, wo Entscheidungen zu treffen sind. Hier liegt aber auch ein Freund vielleicht der Familie, der mit Sicherheit hier unterstützend sein könnte, herzlich sein könnte, eine freundschaftliche Verbindung, der Kraft, Mut, Stärke gibt, auch das zeigt sich hier. Hier haben wir aber auch eine glückliche, freundschaftliche Verbindung, ja, auch das zeigt sich hier. Interessant. Dann haben wir ein Neubeginn, neue Wege kommen auf dich hier zu, neue Wege wirst du beschreiten können. Ein neues Kapitel, ein neues schicksalhaftes Kapitel, das eine positive Veränderung bringt, kommt hier aber auch auf dich zu. Eine neue Klarheit wird entstehen, aber auch eine neue Liebe könnte sich hier zeigen. Ja? Dass hier eine neue Liebe auf dich zukommen könnte. Du wünschst dir ja auch Erfüllung in der Liebe, das Liebesglück, wo bisher jetzt noch ein bisschen unklar ist. Ja? Hier zeigt sich natürlich auch,
auch Unklarheiten, was die Finanzen betrifft. Ja, da zeigen sich Verluste, da zeigen sich einfach Veränderungen, aber auch wieder. Ja, in alte Gelder kommt positive Veränderung. Also es wird hier geklärt werden, wo hier noch die dunklen Wolken sind. Da kommt Bewegung rein. Auch schriftlich hier, wer hier Verträge hat, Finanzverträge. Das zeigt sich ja, hier haben wir noch Herzensverträge auch. Da kommt Klarheit rein. Dieses Dunkle, dieses Chaos, dieses, ja, ich weiß nicht, wie ich dran bin, wird hier wirklich beendet. Und etwas Neues findet hier einen Platz im Leben. Dann hat man hier auch die Hoffnung, ja, das kleine Glück. Man hat Hoffnung, dass sich etwas klärt. Man hat Hoffnung, auch hier, bei einigen betrifft es hier auch nochmal die Selbstständigkeit, wo hier noch ein bisschen, ich möchte sagen, Belastungen oder Zweifel vorhanden sind. Hier in Kürze wird hier einiges in die positive, glückliche Hoffnung gebracht, so sage ich. Positive Veränderung, eine Glückschance zeigt sich hier, eine große Glückschance. Da transformiert sich auch im Beruflichen etwas. Also da tut sich was. Neues Jobangebot für einige kommt hier auch schriftlich auf einige zu. Wer Schwierigkeiten im Beruf hat, das kann beendet werden in Kürze. Also man geht aus diesen Zweifeln, aus diesen gewissen Ängsten, auch im Beruflichen, geht man wieder raus. Ja. Also sehr positiv finde ich das hier. Ich würde sagen, jetzt schauen wir mal, welchen Segen der Engel uns hier für diese Woche noch erwarten können. Ja. Also du bist voll im Wandlungsprozess in dieser Woche, da tut sich wirklich einiges. Ob es die Liebe ist, ja. Da tut sich was. Engel der Achtsamkeit, geh achtsam deinen Weg und vertraue darauf, dass alles seine Zeit hat. Ja, und jetzt ist momentan die falsche Zeit. Also achtsam diese Woche durchgehen, also durchs Leben gehen, möchte ich schon sagen. Deine Ziele bitte weiterverfolgen und einiges wird halt wirklich zur gegebenen Zeit kommen. Ich möchte natürlich auch eine Botschaft der Töchter des Lichts noch dazu nehmen. Es ist einmal Martha, Mut und Tatkraft und Platitera, Wegweisung. Ja, sehr interessant. Martha, Mut und Tatkraft, achte alles Leben, handle. Für die Tiere dieser Welt bitte ich dich, geliebte Martha, um deinen Beistand, um Fürsorge, Trost und Zuspruch. Möge ein jeder das Leben des anderen achten, ja, und respektieren. Möge die Liebe die Sprache zwischen Mensch und Tier sein. Möge jedes Leid ein Ende haben, ja. Diese Woche möglich. Ich hier bitte deinen Segen der Achtsamkeit und Liebe für alle Tiere dieser Welt. Amen in Liebe. Ja, hier haben wir einen tollen Drachen, eine Feuerenergie. Wow. Mut und Tatkraft, ja, Feuerenergie, Drachenenergie. Und Platitera. Der Weg ist das Ziel, ja. Manchmal gibt es hier kleine Verzögerungen, ist die Zeit noch nicht reif. Platitera, ich bitte deinen Beistand, bitte sende mir deutliche Zeichen, wie ich mich ausrichten soll, um den Himmel auf Erden und paradiesische Momente der Einheit und des Friedens zu erleben. Ja, lenke den Segen aus den höchsten Ebenen auf den mir vorbestimmten Weg. Du bist in der Veränderung. Und schenke mir die Kraft, das noch Verborgene sichtbar zu machen. Amen in Liebe. Es wird kommen. Bleib hier in der Hoffnung, ja. Dass hier Veränderung, in der Hoffnung, dass Veränderung geschehen können, dass Heilung in Kürze geschehen kann. Ja. Neue Möglichkeiten, neue Botschaften zeigen sich hier in Kürze. Auch im beruflichen Bereich, wo es hier noch ein bisschen Schwankungen gibt. Ja. Wir haben hier wirklich in Kürze das große Glück im Leben zu erwarten. Ja. Sehr schöne Botschaften für diese Woche. Ich wünsche euch auf alle Fälle viele Wachstumsmöglichkeiten, ja, dass auch Themen aus der Vergangenheit wirklich, die blockierend waren, gelöst werden, dass du deinen inneren Frieden, deine innere Mut, Kraft und Stärke wiederfindest. Dazu brauchst du vielleicht einen gewissen Rückzug oder einfach, dass du achtsamer durchs Leben gehst. Ja? Ein bisschen achtsamer, ein bisschen vorsichtiger momentan sein. Ja? Das ist hier der Rat für diese Woche. Ich wünsche euch auf alle Fälle alles Liebe, alles Gute, Namaste.